Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um alle epischen und legendären Aufträge von Woche 8. Und der legendäre Auftrag wird ja nächste Woche bei Woche 9 von einer weiteren ersetzt. Ich zeige euch die Lösungen und einige Aufträge von dieser Woche sind sehr interessant bzw. Anspruchsvoll und nicht so leicht zu erledigen. Aber ich würde ohne viel zu labern direkt mit dem ersten Auftrag anfangen. Und zwar zerstöre Apfel- und Tomatenkisten in Bauernladen beim Obstgarten. Mit dem Bauernladen ist dieser hier gemeint, direkt oder vielleicht sogar dieser hier. Also entweder ist damit das hier, dieser Laden gemeint oder direkt dahinter, aber das ist eine Scheune, deswegen ist wahrscheinlich dieser Laden hier damit gemeint. Farmers Market heißt das. Geht da rein und da gibt es auch einige Tomaten- und Apfelkisten. Also unter anderem gibt es hier eine, darunter, direkt daneben eine. Ich kann das gar nicht unterscheiden, ob das wirklich Tomaten oder Äpfel sind. Nichtsdestotrotz gibt es hier einige in dem Laden selbst drinne. Ich denke mal, ihr könnt nicht diese Körbe selbst zerstören, beziehungsweise diese Kisten selber zerstören, sondern ihr müsst dafür das Regal hier kaputt hauen, um mit halt diesen Auftrag erledigt zu bekommen, beziehungsweise erledigen zu können. Ansonsten denke ich mal, gibt es hier auch keine weiteren Tomatenkisten, außer hier beim Obstgarten. So, ich guck mal nochmal nach. Sollte hier eigentlich einer sein. Aber wenn nicht, ist wahrscheinlich halt mit dem Obstgarten, beziehungsweise mit dem Bauernladen, beim Obstgarten dieser Laden hier gemeint, beziehungsweise Farmers Market. Geht da rein und zerstört diese Tomaten- und Äpfelkisten in dem Laden selbst drinne. Und insgesamt natürlich 3 Stück habe ich vergessen. Als nächstes haben wir einen Auftrag, der lautet: Fahre mit einem Auto durch das Maisfeld bei der Eisernen Farm. Die Eiserne Farm ist hier direkt hinter dem Obstgarten, beziehungsweise hinter Pizza Pit. Und da müsst ihr euch ein Auto suchen. Und vor allem gibt es hier eine Tankstelle, wo meistens ein Whiplash hier steht. Das könnt ihr euch dann nehmen, dann direkt zu der Eisernen Farm hinfahren und dann halt durch dieses Maisfeld durchfahren, um diesen Auftrag erledigt zu bekommen, beziehungsweise erledigen zu können. Ich denke mal, ihr müsst nur einmal durchfahren, dann habt ihr diesen Auftrag erledigt. Wenn nicht, fahrt einmal durch diese zwei Maisfelder durch und dann habt ihr schon die ersten zwei Aufträge von Woche 8 erledigt. Der nächste Auftrag lautet: Bringe einen Truck zu Sonnenblumes Farm. Und zwar, Sonnenblume ist ja ein NPC bzw. ein Charakter beim Obstgarten am Rumlaufen und ihr müsst euch einen Truck suchen. Das ist sehr, sehr schwer, denn viele Trucks haben diese Radsperre. Also ihr könnt viele Trucks nicht im Spiel fahren, aber macht es am besten in Gruppenkeile oder mit euren Freunden, denn wenn die einen Truck finden, dann könnt ihr diesen Auftrag zusammen erledigen, beziehungsweise euer Teammitglied oder eure Teammitglieder können das dann zu euch bringen und ihr könnt diesen Auftrag zusammen erledigen. Und zwar müsst ihr dann diesen Truck hier hinbringen. Beim Obstgarten ist dann diese Farm hier gemeint. Das ist so eine kleine Farm von Sonnenblume und die hat das anscheinend selber gemacht. Dahin müsst ihr einmal hinfahren, beziehungsweise einmal den Zaun hier zerstören, reinparken beziehungsweise rein drin sein in dieser Farm und dann habt ihr diesen Auftrag schon wieder abgeschlossen. Der nächste Auftrag lautet: Pistolenschaden insgesamt 250, brauchen wir nicht so viel zu sagen. So, eine schnelle Pistole, zack, 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 geht schnell vorbei, macht es am besten auch in Gruppenkeile. Danach haben wir hier: Sammle Goldbarren insgesamt 500, auch nicht viel zu erklären hier. Sucht euch Kisten oder diese Tresore, die euch 150 Goldbarren geben, um euch dann diesen Auftrag leichter zu machen. Als vorletzte Aufgabe haben wir hier stehen: Jage eine Tanksäule in die Luft. Dafür müsst ihr zu einer Tankstelle hinlaufen. Ich habe ja euch eine schon davor gezeigt. Unter anderem gibt es hier direkt in der Nähe von der grünen Brücke oder in der Nähe von der Eisernen Farm eine Tankstelle. Und hier gibt es dann insgesamt insgesamt 8 Tankstellen, Freunde. Und ihr müsst eine davon zerstören. Also sind dann solche Tankstellen. Baut die einmal ab, beziehungsweise schlagt die kaputt oder stieß drauf. Und dann insgesamt müsst ihr, soweit ich weiß, eine Tankstelle in die Luft jagen und dann habt ihr auch diese vorletzte Herausforderung abgeschlossen. Als letzte haben wir hier: Mit Hängegleiter zurückgelegte Distanz insgesamt 3500. Braucht man nicht viel zu erklären. Zieht euren Hängegleiter und legt einfach 3500 Meter zurück. Als legendären Auftrag haben wir hier: Verhöre Gegner. In der ersten Phase müsst ihr 5, in der zweiten Phase 10, in der dritten Phase 15, in der vierten 20 und in der letzten dann 25 Gegner verhören und dann habt ihr auch diesen legendären Auftrag erledigt. Und bei dem legendären Auftrag ist es immer wichtig zu merken, dass ihr pro Phase 55.000 Erfahrungspunkte bekommt, was euch mal ordentlich im Level-System beziehungsweise ordentlich im Battle Pass-Level boosten wird. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Gleich kommen noch eigene Videos zu einzelnen Herausforderungen online beziehungsweise Aufträgen. Haut rein und bis gleich und viel Spaß mit den Aufträgen.